Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Ist das schwedische Modell tatsächlich eine Option für uns? Doch bevor wir starten, wenn du Soldat der Bundeswehr bist, warst oder es werden möchtest, dann solltest du mir folgen. Denn hier auf meinem Kanal gibt es täglich Infos rund um deine Karriere vor, während und nach der Bundeswehr. Also los! In Deutschland wurde im Jahr 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt. Das sollte hinlänglich bekannt sein. Durch die aktuelle Sicherheitslage werden immer wieder Debatten angeheizt, in denen das schwedische Modell als mögliche Vorlage für eine neue Dienstpflicht in der Bundeswehr dienen könnte. Selbstverteidigungsminister Pistorius hat sich bereits vor Ort in das schwedische Modell einweisen lassen. Doch wie sieht das schwedische Wehrpflichtmodell im Detail aus? Die Skandinavier kontaktieren seit 2018 alle 18-Jährigen eines Geburtsjahrgangs und lassen diese einen Fragenkatalog ausfüllen. Aus den etwa 100.000 Männern und Frauen wählen sie schließlich im Rahmen einer besten Auswahl etwa ein Drittel, also rund 28.000, für die zweitägige Musterung aus. Davon werden wiederum nur 8.000 Freiwillige tatsächlich für die militärische Ausbildung einberufen. Rund 21% sind Frauen. Die Dienstzeit beträgt je nach Verwendung zwischen 9 und 15 Monaten. Der tatsächliche Bedarf an Wehrpflichtigen wird von der Zielgröße der schwedischen Streitkräfte im Kriegsfall bestimmt. Hauptzweck des Wehrpflichtsystems ist es, perspektivisch bis zu 46.000 Soldaten auszubilden. Nach der Grundausbildung folgt eine 6- bis 8-jährige Beorderung in einem Truppenteil. Zudem sind ein oder zwei verpflichtende Wehrübungen vorgesehen. Schweden geht davon aus, dass der Bedarf für die Verteidigung so Jahr für Jahr gedeckt werden kann. Wir wissen alle, eine Reaktivierung der Wehrpflicht in Deutschland ist nicht so ohne weiteres möglich. Aber was denkst du? Wird es Zeit, ernsthaft darüber nachzudenken? Hau mir deine Meinung mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt.